Hey Leute, hier ist wieder Oliver3901 mit Let's Play Assassin's Creed Part. Lasst mich nachdenken, 43 müssten wir sein. Wenn nicht, steinigt mich oder schlagt mich. Ach, ist mir egal. Und ja, ich bin gerade mal wieder am Laden und mein Headset ist ein bisschen zu laut. Aber ich hoffe, der Ton für euch ist in Ordnung. Wenn nicht, ist auch egal. Und jetzt machen wir die Kill-Mission auf Wilhelm, Richard und Co. Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ich habe es mir immer noch nicht gemerkt. Ich habe auch immer noch nicht nachgeguckt. Ist das nicht geil? Das ist auch mein Headset irgendwie zu laut. Egal. Wenn es zu laut ist, ist auch egal. Bisher ging es ja eigentlich immer mit den Parts. Und ja, wir müssen jetzt erstmal hier in das Ding reingehen und dem Typen sagen, dass wir fertig sind. Erstmal gucke ich noch schnell, was missionstechnisch war. Jupp, war alles fertig, dann ist wunderbar. Na dann, gehen wir mal rein und hören uns die Zwischensequenz an. Vor, ist mein Headset überhaupt an? Ja, doch, okay, jetzt bin ich vollkommen bereit dafür. Alter, ihr, was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Wilhelm Montferrat? Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu. Oder wie heißt der Knirsch? Ich glaube, der heißt jetzt Wilhelm und der Richard ist der König. Und ach, es ist mir doch vollkommen egal, wen ich hier töte. Ich töte einfach. So, und jetzt muss ich erstmal. Was wollte ich denn jetzt? Da unten ist die Kill-Mission, das ist mir schon bewusst, da muss ich hin. Ja doch, da oben steht ja auch Attentat auf Wilhelm von Montserrat. Montferrat, nicht Monza. Monza ist was anderes, sondern Monfa. Ach, wie gesagt, das ist mir scheißegal, wie der Typ heißt. Aber was wollte ich denn jetzt gucken? Ach so, ich wollte mal in den Gedächtnislog reingucken und gucken, was wir da so für Sachen hatten. Mal gucken, was haben wir hier so? Erinnerung, Nachforschung komplett. Das war der Informant. Das hat mich also nicht interessiert. Dann haben wir hier, das war glaube ich ein Anhang. Hier haben wir einen Anhang. Gucken wir mal, was wir da so haben. Aha, uninteressant. Okay. Dann ist hier, das ist der Typ, den wir befragt haben. Hier haben wir glaube ich die Karte geklaut, oder? Ja, das ist die Karte. Mal gucken. Aha, das ist gut zu wissen. Da muss ich, wenn ich gleich reinkomme, nach rechts oben, oder? Wie soll das gehen? Okay. Aber es ist schon mal gut zu wissen, wie ich dann fliehen muss. Das ist gut zu wissen. Das könnte mir helfen. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Egal, die Strecke muss ich mir merken. Vielleicht hilft sie mir. Was haben wir sonst noch so? Wir haben auch einen Anhang. Was ist das denn für ein Anhang? Ach, hier sind die Bogenschützen drauf zu sehen. Ach du heilige Scheiße. Okay, das ist der Hin... Oh, das ist ja wahnsinnig praktisch, was hier alles so steht, ey. Warum sagt mir das keiner? Also, ich muss am Anfang nach links, dann nach oben und dann am Rand lang. Gut, ich werde es mal so probieren, wie es da steht. Hier ist auch noch ein Anhang, meine Fresse, so viele Anhänge. Was ist das hier für eine Info? Hä, was ist das denn jetzt für eine Karte? Die Reparaturen an der Zitadelle werden schlecht organisiert. Tatsächlich ist ein Teil laut der Karte erheblich geschwächt und könnte am kleinsten Aufprall zusammenstürzen. Aha. Aha. Begreife ich nicht. Ich werde einfach mal irgendwie versuchen, da durchzukommen. Und dann passt das schon. Und jetzt geht's los. Auf Richtung Kill-Mission. Wir werden, also ich werde das jetzt in diesen einen Part reinquetschen. Weil, dann ist das in dem Part erledigt. Ich werde da jetzt nicht zwei Parts dran sitzen. Es sei denn vielleicht bei der Flucht, da werde ich dann vielleicht den Part splitten müssen. Aber ansonsten werde ich jetzt so lange aufnehmen, bis der Typ tot ist. Also das ist garantiert, Leute, das verspreche ich euch. Und irgendwie wirkt das gerade auf mich leicht laggy, aber ich habe 30 FPS, also egal. Egal. Und ja, mein Kumpel ist übrigens weg, also der ist doch noch abgehauen. Vorhin. Also nicht vorhin, weil ich habe gestern aufgenommen, das letzte Mal. Das ist, wie gesagt, gestern gewesen. Nee, gestern, das ist sogar schon vorgestern gewesen, als ich aufgenommen habe.
Und ja, deswegen ist mein Kumpel weg. Er ist dann halt nach dem Part, den wir zusammen aufgenommen haben, abgehauen. Er hat mich vorhin auch nochmal angerufen. Ich habe gefragt, ob er vielleicht per Teamspeak oder sowas mitmachen will, aber er musste WoW suchten. Also fallen wir erstmal runter. Ach, ich gehe jetzt auf den Fußweg, jetzt mal ganz ehrlich. Nee, er muss jetzt noch WoW suchten, sonst hätte er vielleicht mitgemacht. Ich weiß auch noch gar nicht, wie er bei euch angekommen ist, weil ich habe das Video noch gar nicht hochgeladen, in dem er dabei ist. Also, falls er bei euch gut angekommen ist, weiß ich nicht. Könnt ihr mir aber in dem Part mal sagen, ob er... Alter, was mache ich hier? Ob er bei euch gut angekommen ist? Ich weiß das nicht, also sagt's mir. Wenn ja, dann, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich auch mal geplant, mit ihm ein WoW... Ach, Quatsch, ein WoW-Let's Play. So, WoW würde ich niemals ein Let's Play machen. Das kommt für mich nicht in Frage. Aber ob ich mit ihm vielleicht mal ein... Hä? Warum wollte er jetzt nicht da hoch? Egal. Ob ich mit ihm vielleicht mal ein Halo-Let's Play oder sowas mache, aber das weiß ich nicht. Übrigens hier mal eine Frage an euch, falls irgendjemand von euch Halo 3 oder Reach besitzt, plus Xbox natürlich, und das Ganze in der Lage ist, online zu spielen im Koop, und vielleicht auch noch willig ist, mit mir das zu machen, dann möge er sich bei mir melden, weil ich würde doch gerne noch irgendwann mal so ein Halo Together Let's Play machen. Wie gesagt, falls einer von euch das Spiel besitzt und einigermaßen gut kommentieren kann und doch, wenn möglich, älter ist. Also, ich will jetzt nicht das irgendwie mit einem 14-Jährigen machen. Nicht gegen euch persönlich, Jungs, aber das ist ein 18er-Titel und da solltet ihr schon mindestens 16 sein, wenn ihr mit mir das Let's Playen wollt. Also, das sind die Bedingungen. Wie gesagt, wenn ihr sie in kleinster Hinsicht erfüllt, dann könnt ihr euch mal bei mir melden. Und ich bin jetzt gerade irgendwie verzweifelt am Suchen des Weges. Alter, das ist ja schlimm. Ich finde den Weg nicht. Oh, ist das doof. Ah ja, okay. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, hier bin ich jetzt richtig. Hier stehen ja die Wachen so schön rum. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal die Sequenz an. Weil da kommt jetzt eh eine. Viel Spaß beim Ansehen. "3000 Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen." "Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen." "Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt." "Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden." "Ich tat, was recht war, was billig war." "Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt." "Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient." "Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone?" "Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer." "So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort." "Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit." "Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt." "Ja, mein Herr." "Der Rest von euch, folgt mir." Die Sequenz fand ich jetzt schön irgendwie. Die hatte was. Die war richtig nice. Ja, und jetzt kümmern wir uns um den Kill der Mission, also die Kill-Mission, und ja, das hatte irgendwie was. Das hatte jetzt irgendwie so ein richtig schönes, weiß nicht, Flair. Wie sieht's eigentlich mit meinen Messern aus? Okay, ich habe 10 Stück, das ist in Ordnung, weil die brauche ich auch. Ohne diese 10 Messer ist das nämlich schlecht zu machen, diese Mission. Und ja, ich folge jetzt einfach mal der Karte, die ich gefunden habe, und zwar sagte die mir, ich soll hier hochgehen, also tue ich das auch. Okay, da hinten ist eine Wache, also schnell weiter. Und ja, wir werden uns mal umgucken. Wie sieht's hier mit Wachen aus? Noch sehe ich keine, das ist okay. Okay, das scheint ja ein recht sicherer Weg zu sein. Das ist gut.
Okay. Vor dir habe ich Angst. Nein, 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 ganz ruhig. Komm, komm. Und die Sache wäre auch erledigt. Und ja, wisst. Oh. Was ist jetzt? Wer sieht mich? Wer sieht mich? Ach, du vorne. Du siehst mich. Und weg. Gut, jetzt geht's weiter. Und die Mucke ist wieder schön. Also, die Mucke ist richtig schön. Ich liebe diese Art von Mucke. Da vorne ist auch noch einer. Und ja, wie machen wir das jetzt am besten? Gehe ich da lang oder gehe ich woanders lang? Egal. Wir werden schon eine Möglichkeit finden. So, erstmal gucken, ob ich den da anvisieren kann. Okay, wo ist hier jetzt noch einer? Hier habe ich doch gerade noch einen gesehen. Was reden die hier? Egal. So. Okay, da unten sind welche. Da unten ist unser Ziel. Da ist der. Und jetzt muss ich gucken, wie ich den tot kriege. Ihr schwatzt und spielt und euch übertragene Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Wie komme ich da hin? Kann ich den nicht von oben irgendwie tot machen? Ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Wie gesagt, in AC2 kann ich das. Und Entschlossenheit haben uns Akkon gewonnen. Und sie werden erforderlich sein, um es zu halten. Kann ich hier nicht irgendwie runterstürzen? Aber jetzt nicht mehr. Ihr werdet härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mal oder eine Nacht. Schließen die Tore! Die Festung erfordert, lasst den Assassinen nicht leben, der wird bald müde werden. Boah! Boah, wo kommst du denn her, Junge? Okay, dann wird der Kampf jetzt hier oben gemacht. Das ist auch okay. Okay, komm. Greift an. Okay, tot. Oh Gott, ich rede gerade so sehr, viel wenig. Und tot, komm. Der ist tot, okay. Greift du mich an? Greift du mich an, komm. Och, warum greift mich hier keiner an? War das nicht der Typ, den ich töten musste? Wow, okay. Okay, ich bin gerade ziemlich weit gefallen. Ziemlich tief gefallen, möchte ich sagen. Und, ich konzentriere mich jetzt, glaube ich, erstmal auf den ich eigentlich töten muss. Das bist du. Komm, töte ihn! Okay, das war jetzt irgendwie... Nein, 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 vergiss es. Egal. Oh, Alter, der ist gut, der ist gut. Okay, und der ist tot. Wunderbar. Wäre die Sache geklärt. Ruht aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akkon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akkon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht.
Im Prinzip hat er recht. Aber das erfahren wir erst am Ende. Und jetzt werden wir noch ein paar Wachen töten, weil ich hab Spaß dran. Ja? Na komm. Kommt, Leute. Ich hab Lust, euch zu töten. Fraps! Oh, und Tote gibt's immer, weil wir sind halt im Krieg, ne? Tote gibt's immer, aber dafür ist ja auch Krieg, ne? Okay, das war wieder schön skillig, fand ich gerade. Und es ist immer schön, eine Mission fertig zu haben, so gut wie jedenfalls. Oh, nein, 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 vergiss es, Junge, vergiss es, ich sag es dir. Greif an, greif an, greif an. Irgendeiner, komm. Au, au, du Arsch, ey. Habt ihr das gesehen? Das war jetzt aber unnett. Und das sind echt viele, also das ist ziemlich... Oh, Alter, es werden ja immer mehr. Aber ich will die jetzt auch umbringen, weil ich hab gerade irgendwie... Ich hab gerade Lust auf einen ordentlichen Kampf. Ey, oh, der hat mich gegriffen, die Sau. Oder wir fliehen, oder? Nein. Fliehen ist mir zu dumm. Da muss man sich immer so anstrengen, weil... Au, das tut doch weh, Junge. Och, wieso kriege ich das Kontern gerade nicht hin? Okay, da war irgendwie gerade ins Nichts geschlagen, du dummer Assassine. Aber egal. Und an sich ist die Mission ja bisher noch ziemlich leichengeflattert. Und ich hab's angekündigt, ne? Ich hab's angekündigt, und zwar in dem letzten Part irgendwann, habe ich ja gesagt, dass wir hier Milliarden von Wachen kommen werden. Und genauso ist es gekommen. Es sind Milliarden von Wachen da. Ah, und da waren es nur noch zwei, drei. Drei oder wie viele es noch sind, man weiß es nicht. Drei sind es noch, also... Kein Problem für uns, die kriegen wir tot. Okay, also die mit Helm, die können schon was. Die sind wohler trainiert, aber letzten Endes auch nur Kanonenfutter. So, ich sag ja, kein Ding. Und jetzt, weg hier. Jetzt nehmen wir wieder unser Wurfmesser. Und, kann man die Typen eigentlich mit dem Wurfmesser töten? Das weiß ich nämlich nicht. Ich hab's ja vorhin probiert. Ihr habt's ja gesehen. Und irgendwie hat es nicht gefunzt. Aber sei es drum. Und laut Karte sollten wir hier rüber fliehen. Also machen wir das doch mal. Und ja, hier scheint es zu gehen. Ja, okay, Flucht. Die goldene Flucht. Weg. Und jetzt werde ich mir erstmal schnell den Stützpunkt als Radarpunkt setzen. Und dann laufen wir da jetzt einfach so schnell wie möglich hin. Obwohl, nee, der Part ist vorbei. Also machen wir das im nächsten Part. Also wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Ich bin Oliver 301 und dann fliehen wir. Haut's rein und bis gleich.